Du wolltest Firefox schon immer downloaden? Dann bist du hier genau richtig. Schütte deinen Kaffee ein und genieße das Video. Um Firefox überhaupt downloaden zu können, brauchst du einen Browser, einen Internetzugang. Windows hat da schon einen Browser vorinstalliert, der nennt sich Edge. Den öffnest du einmal. Wenn du den Edge jetzt geöffnet hast, dann wird sich die Startseite öffnen. Du gehst oben einmal auf die Suchleiste und gibst da Mozilla.org ein. Dein Browser wird sich jetzt mit der Mozilla.org Seite verbinden. Wenn diese Seite sich geöffnet hat, dann klickst du jetzt einmal auf diesen blauen Button, jetzt downloaden. Eine neue Seite wird sich öffnen und du siehst rechts, siehst du schon Firefox herunterladen. Da klickst du einmal drauf. Falls das bei dir nicht so angezeigt wird, kannst du auch ganz oben rechts auf Firefox herunterladen gehen. Auf der neuen Seite wird Edge Firefox automatisch downloaden. Oben wird das einmal angezeigt bei Downloads. Sollte das nicht der Fall sein, klickst du auf Starte den Download erneut. Wenn du Firefox jetzt installieren willst, dann klick einmal oben auf die Infocard, wo das kleine i ist. Ich habe ein Video dazu gemacht. Willst du aber Firefox in 32-Bit oder in anderen Versionen laden, dann guck jetzt das Video weiter. Du scrollst einmal runter und klickst auf den Text in einer anderen Sprache oder für ein anderes Betriebssystem herunterladen. Auf der neuen Download-Seite kannst du dein Firefox auswählen, welches Betriebssystem, welche Bitzahl oder welche Sprache du haben möchtest. Falls du das alles ausgewählt hast, scrollst du einmal runter und gehst auf jetzt Download. Für die ganz Bequemen habe ich diesen Download-Link auch unten in der Beschreibung reingepackt. Wenn du noch weitere Fragen zu Firefox hast, dann bin ich dir im Kommentarbereich sehr behilflich. Wenn du Probleme hast, Firefox als Standardbrowser einzustellen, dann habe ich in der Infocard da ein Video schon drüber gemacht. Solltest du Probleme mit Aktualisieren oder Updaten deines Firefox haben, wie gesagt, oben in der Infocard. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Ein fettes Dankeschön dafür.